Wirtschaft, die uns Verbrauchern billiges Schweinefleisch liefert. Liebe Zuschauer, seit gestern läuft bundesweit in den Kinos ein Dokumentarfilm mit dem Titel Gekaufte Wahrheit – Wissenschaft im Magnetfeld des Geldes. Autor ist Bertram Verhaag, der diesen Film in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk gemacht hat und mit dem wir gleich über sein neuestes Werk reden. Der Inhalt in zwei Sätzen: Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Gentechnik gefährlich ist. Sie haben diese Forschungsergebnisse veröffentlicht und damit war ihre Karriere beendet. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem neuen Kinofilm. Ja. Come on, come on, little fella. Don't be shy. That's it. Come on. These little fellows have been fed. Diese kleinen Kerle werden mit Nahrung gefüttert, die genmanipulierte Kartoffeln enthält. Und alle Experimente werden dann im Vergleich mit den nicht genmanipulierten Kartoffeln gemacht, sodass man jeglichen Unterschied erkennen kann. Wir haben nur drei Dinge untersucht: Wachstum, Entwicklung und Immunsystem, und sie hätten nicht beeinflusst werden dürfen. Ein Wunder der Wissenschaft wird Frankenstein-Food genannt. Wie sicher sind die Bestandteile in Ihrer Ernährung? Professor Pushteils Labor befindet sich im Rowett-Institut in Schottland. Die Wissenschaftler hier versuchen herauszufinden, ob der Langzeitverzehr von genmanipulierter Nahrung die Gesundheit beeinträchtigen kann. Der Professor ist so beunruhigt über die Ergebnisse seiner Forschung, dass er die Resultate vorzeitig veröffentlicht hat. As a scientist looking at it and actively working on the field. Als Wissenschaftler, der aktiv in dem Bereich mitarbeitet, finde ich es sehr, sehr unfair, unsere Mitbürger als Versuchskaninchen zu benutzen. Als hier in der Region begonnen wurde mit dem Einsatz der Gentechnik in der Sojaproduktion, hat man dann die Bauern eingeladen zu Festen und Bier gezahlt, Fleisch gezahlt, und sie sollten dann eine Hacke mitbringen. Nachdem sie dann gut gegessen haben, gut getrunken haben, dann haben sie so ein Ritual gemacht, ein mystisches Ritual, alle Hacken in einem Kreis gebracht und sie dann verbrannt als Symbol dazu, dass man nie mehr hacken braucht, nie mehr schwer arbeiten muss. Und als Geschenk bekommt dann jeder Bauer ein Liter Glyphosat. Das sei der technische Fortschritt. Die ursprüngliche Idee, eine Gensoja zu erzeugen, ist, dass man sie resistent gemacht hat gegen Glyphosat. Glyphosat ist ein Totalherbizid, dessen berühmte Marke Roundup ist, von Monsanto produziert ist. Jetzt nach ein paar Jahren sieht man, dass immer mehr Unkräuter resistent sind gegen Glyphosat. Hier sieht man fast keine Soja mehr. Also hier ist es ganz extrem. Man sieht, wie diese Wicken hier zugenommen haben. Die legen sich über die Soja. Die Soja kann da hier gar nicht mehr mithalten. Und das ist katastrophal. Hier sieht man noch, wo die Soja ist. Die ist hier ganz drunter. Und diese Wicken, die sind herumgewickelt und zerstören hier die Photosynthese, also es gibt Schatten. Die Pflanze kann da nichts mehr wachsen. Die hat auch fast keine Schoten, die hat nichts hier. Die ist noch in der Blütezeit geblieben. Die wird eigentlich in dem Sinne gar nicht groß weiterentwickelt, weil die hier keine Chance hat. Cornisa canadensis, kanadisches Berufskraut auf Deutsch. Die neue Unkrautsorte, die jetzt ganz schlimm ist hier. Ja, die über die Soja herauswächst. Ja, der Vater hat gerade gesagt, dass in der Genossenschaft hier in der Gegend versucht wurde, mit Glyphosat, mit hoher Dose, das zu
bekämpfen. Es ist eigentlich 1 Liter pro Hektar erlaubt, gesetzlich. Und man hat 8 Liter pro Hektar verwendet und es hat immer noch nicht gereicht. Dann haben sie aufgehört mit dem Versuch. Also ist total resistent gegen Glyphosat. The reason why our findings were so astounding was because it was thought. Der Grund, warum unsere Ergebnisse so erstaunlich waren, war, dass man dachte, in Mexiko würde überhaupt kein gentechnisch veränderter Mais angebaut. Die Leute wollten das auch nicht. Die Regierung, die örtlichen Gemeinden, die Menschen in den Städten, sie alle wollten, dass es keinen Genmais in Mexiko gäbe. Warum? Weil Mexiko das Ursprungsland des Mais ist. Die mexikanische Regierung war besorgt um die Reinheit der Landrassen und des nationalen Erbgutes. Es war also verboten, gentechnisch veränderten Mais anzubauen. Es ist auch heute noch verboten. Die Industrie sagt, du musst dir keine Sorgen machen, weil wir es unter Kontrolle haben. Die Kontrolle ist hier tatsächlich die Frage. Sie hatten der Welt erzählt, dass sie die Kontrolle über ihr Saatgut hätten. Wenn sie in einem Feld gentechnisch veränderten Mais anbauten, würde sich dieser transgene Mais nicht weiter verbreiten. Unsere Entdeckung, dass wir transgenen Mais etwa 1000 Meilen entfernt von seinem nächsten legalen transgenen Feld gefunden haben, war ein Riesenproblem für sie, weil es wirklich beweisbar zeigte, dass sie tatsächlich keine Kontrolle hatten. Die Behauptung, Kontrolle über diese Materialien zu haben, hielt also nicht stand. Und von diesem Zeitpunkt an begannen sie, über Koexistenz zu sprechen. Das war ein Ausschnitt aus dem Kinofilm Gekaufte Wahrheit. Herr Verhaag, ich habe mir Ihren Film in ganzer Länge angeschaut. Also ein gemütlicher Kinoabend wird sowas nicht. Sie stellen ja die komplette Gentechnikindustrie an den Pranger. Befürchten Sie keine Konsequenzen? Wir haben in den letzten 10 Jahren 9 Filme zum Thema Gentechnik gemacht. Und nur zweimal hat Monsanto den Versuch unternommen, den Film zu verhindern oder im Nachhinein zu verhindern. War beide Male erfolglos, also kann ich mir nur auf die Schulter klopfen, dass wir so gearbeitet haben, dass selbst ein Konzern wie Monsanto uns nichts anhaben kann. Jetzt stellen Sie die Wissenschaftler in den Agrarkonzernen an den Pranger, aber das sind ja auch Wissenschaftler, haben die keine Berufsehre? Ich stelle die eigentlich nicht so sehr an den Pranger, weil das ist ganz klar, dass die in einem bestimmten Interesse forschen, nämlich für das Unternehmen Geld zu verdienen oder Argumente zu finden, warum das gut sein soll. Es geht um die sogenannte unabhängige Wissenschaft oder die Wissenschaft außen, die eben das überprüfen können müsste. Und da gibt es einfach Beispiele von Wissenschaftlern, die massiv, wenn sie Ergebnisse, die Gentechnik kritisch sind, veröffentlichen, die massive Folgen für sie haben. Und das Schlimme, und das ist das, was mich eigentlich so empört hat, dass ich festgestellt habe, in den letzten 20 Jahren, seit Gentechnik auf dem Markt ist, gibt es keine schlüssigen Untersuchungen, die klare Aussagen darüber machen, es ist gefährlich oder es ist nicht gefährlich. Ganz im Gegenteil gibt es aber viele Untersuchungen, die sagen, da ist etwas, da müssten wir genauer nachgucken. Und genau da hören immer die Forschungen auf. Sie haben gesagt, da ist was, also Gentechnik ist gesundheitsgefährdend. Müssten wir da nicht schon alle krank sein? Sind wir möglicherweise auch, ohne es zu wissen, weil es einfach nicht untersucht wird. Wenn ich meiner Bevölkerung wie in Amerika 200 Millionen Menschen 10 Jahre lang gentechnisch veränderte Nahrungsmittel essen lasse, dann kann ich nur im Gesamtergebnis feststellen, der Krankheitszustand der Menschen steigt. Und es gibt eine Untersuchung von amerikanischen Wissenschaftlern, die gesagt haben, innerhalb der letzten 15 Jahre alleine hat sich die Krankheiten, die ernährungsbedingt sind, verzehnfacht.
Aber es gibt natürlich keine klaren Untersuchungen hier. Du hast Gentechnik gegessen, dir passiert das. Du hast nicht Gentechnik gegessen, dir passiert es nicht. Und das müsste es geben. Und wenn das nicht exakt wissenschaftlich ausgeführt wird, wird es natürlich immer wieder von der Industrie angegriffen. Ihre gekaufte Wahrheit oder gekaufte Wissenschaft, das in Ihrem Film, das spielt in Amerika, in Brasilien, in Mexiko, in Schottland. In Deutschland, wie ist es da? Ja, es gab eben hier jetzt nicht diese markanten Beispiele, die ich jetzt über Jahre schon im Ausland kennengelernt hatte. Wir in Deutschland haben ja, also Europa hat sich ja ein paar Jahre lang dagegen gewehrt, gentechnisch veränderte Lebensmittel zu importieren. Bis es dieses Gentechnikgesetz gab, was sagt, wenn ein Nahrungsmittel oder ein Lebensmittel über 0,9% gentechnisch veränderte Anteile enthält, dann muss es gekennzeichnet werden. Da die Lebensmittelindustrie weiß, aha, dass ist etwas, was die Konsumenten nicht wollen, vermeiden sie das natürlich und vermeiden damit auch die Kennzeichnung. Der viel wichtigere Bereich ist eigentlich Fleisch, Butter, Eier, Käse, Milch und so weiter, die von Tieren stammt, die mit gentechnisch verändertem Futter gefüttert wurden. Und da gibt es keine Kennzeichnungspflicht und es gibt auch keine Grenzwerte. Aber es gibt Gott sei Dank Bürger und Konsumenten, die inzwischen Molkereien gezwungen haben, ihre Bauern zu veranlassen, gentechnikfrei zu füttern. Weil in anderen Fall haben sie das Recht, gerichtlich bestätigt, diese Milch als Genmilch zu bezeichnen. Und Genmilch ist einfach schwer verkaufbar. Also Ihr Film soll einen nicht nur völlig frustriert zurücklassen, sondern es gibt noch Auswege. Ja, also wir zeigen zwar eine schlimme Situation, aber wir zeigen auch mutige Menschen, die dagegen aufstehen und die uns eine Aufklärung geben und die uns ein bisschen über unsere unbewusste Angst vor Gentechnik eigentlich ein bisschen bewusster machen und sagen, jawohl, das und das sind wichtige Gründe, weshalb wir das ablehnen. Gut, dann sage ich vielen herzlichen Dank. Kinostart war gestern und dann hoffen wir, dass sich viele Leute den Film anschauen. Danke.